Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ghost Recon Wildlands. Wir sind gerade auf dem Weg, die ganzen Infos zusammenzutragen und dann so einen kleinen Machtkampf zwischen den und wieder mitten im Nirgendwo einfach eine Explosion. Gut, cool, schön. Viel Spaß. Genau, so ein Machtkampf zwischen den beiden Bossen hier. Und das sieht eigentlich sehr schön machbar aus. Gut, dann werden wir mal hier schön landen. Und auf den Hügel, da kommen wir später wieder gut hin. Ist oben. Markiere einen Hauptmann. Da scheinen auch wieder alle zu schlafen. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Weil soll nicht schlafen, sondern die sind halt alle in den Häusern. Muss ich denn so aufpassen? Okay. Munition ist noch gut. Ich gehe erstmal runter. Okay, da ist dieses Mal keine Wache. Also da ist einer. Wahrscheinlich sind da aber... Ja, da ist noch einer. Wir mal warten, bis der sich umdreht. Hier ist Ziel Nummer 5. Das war scheiße knapp. Doch, es geht. Wir haben einige Buchungsbelege für einen Santa Blanca-Tresor in Barbechos. Alles, was wir tun müssen, ist ihn auszurauben und Freund Pulpo anzuschwärzen. Klingt doch einfach, oder? Ist es nie. Park hier, Nomad. Ich melde mich aus Barbechos. Como va todo? Was können wir für euch tun? Wir wollen Nidias Tresor knacken. Sammle ein paar Männer und warte auf unseren Anruf. Bring genug Leute mit, um das Bargeld zu verladen. Está bien. Ich sage den Kameradas Bescheid. Neuer Einsatz, der Bankenraub. Bankraub, nicht Banken. Gut. Ja, da haben wir ja jetzt sehr viele Quests. Ah, okay. Die anderen kann ich gar nicht mehr sehen. Schade. Stehlen Sie einen Geldtransport des Kartells und bringen Sie ihn in El Pulpos Werkstatt. Nidia wird ihn dafür verantwortlich machen. Bereit, dreh auf! Gut, dann bin ich mal gespannt. Kapern Sie den Geldtransporter des Hotels. Ich warte mal, bis die ein bisschen draußen sind. Oh, schöne Scheiße, die sehen uns. Ach so.
Begleitfahrzeug zerstört. Da kommen noch mehr Sicarios. Fahren Sie ruhig. Das können Sie ruhig machen. Gib Zeichen. Himmel. Beim Checkpoint. Suche Deckung. Los. Oh Scheiße, wir wurden entdeckt. Alter. Das ist also sehr lustig. Granate, volle Deckung. Das ist richtig lustig. Ah, schön. Von wegen, ich kann mir mit dem Helikopter kein Wheelie machen. Da sind nur eine Handvoll Gegner. Gut, was war das denn? Boah! Seid ihr bescheuert? Granate fliegt. Oh, alles klar. Ich fahr mal vor. Das war knapp. Pulpo hat eine Werkstatt in der Nähe. Wir stellen den Truck dort ab. Welche Art von Buchhalter hat eine Werkstatt? Die Art, die in alle möglichen Geschäfte investiert, um das Geld des Chefs zu waschen. Also der... Der ist ein bisschen waschig von der Lenkung. Und nein, ich fahre nicht scheiße. Man kann nicht besser fahren. Okay, er dampft schon. Also sehr viel blöder darf ich nicht fahren. Ich hoffe, der Transporter überlebt das. Geht's dir gut? Mitten auf der Kreuzung? Meine Güte. Ich wollte den fast überfahren, weil ich dachte, das wäre ein Kartell-Typi. Und die Schleichwege hier. Mit einem fetten Geldtransportlaster. Warum denn nicht? Macht die Aufgabe schwerer, als sie ist. Auch die ganze Zeit auf der Hauptbahn fahren können. Der Hauptstraße, meine ich. Ja, egal. So. Dann laden wir das mal bei denen ab. Das Problem ist. Oh lol. Bring das Geld zurück in Pulpos versteckt, ohne entdeckt zu werden. Wie soll ich das denn machen? Da muss ich da ja alle töten.
Okay. Aber das fällt doch dann auf, wenn ich alle töte. Setze Drohne ein. Es gibt Alarm. Da ist noch ein Tango. Hab ein drittes Ziel. Das macht 5. Ist so unlogisch. So viel zum Alarm. Es wird keine Verstärkung kommen. Zurück, bevor sie dich entdecken. Okay, bin unterwegs. Suche eine gute Position. Gehe auf neue Position. Ich sehe das Ziel. Ziel erfasst. Bin schussbereit. Mhm. Das seid ihr immer. Entsichert. Deck alles hin. Okay, es ist alles gut. Okay, aufatmen. Und wie öffne ich jetzt das Tor? Da. Wenn man weiß, wenn der Strom aus ist, gehen automatisch die Türen auf. Ich meine, der Strom ist ja aus. Und den letzten Strom, den man hat, der wird dann dazu verwendet, so Schiebetüren aufzumachen. Das wäre halt ziemlich cool. Ich fahre. Ich komme gleich nach. Ich weiß ehrlich nicht, wie ist die Werkstatt? Ob das realistisch ist. Das klingt auf jeden Fall sehr unrealistisch. Klingt auch sehr unrealistisch. Ja. Das hier, warte, ich mach mal. Ja. Dass es nicht auffällt, dass hier alle tot sind. So, von wegen so, das ist bestimmt realistisch. Also, das ist keine Falle. Da sind zwar alle tot, aber. Mein Geldtransporter ist da. Okay, auf geht's. Also das ist sicher legitim. Das war's. Jetzt kann Bowman Nidia den Tipp geben. Und Nidia wird Pulpo aufs Korn nehmen. So, dann werden wir mal hier zum wir Computer. Wir wissen, wo Nidia Flores Computer ist. Hacken Sie ihn und bringen Sie mir die schmutzigen kleinen Geheimnisse der Beauty Queen. Ich gehe aber wieder zum Helikopter. Ich muss hier lang. So. Dann werden wir dann mal da. Ja, das war der falsche. Gut war es nicht, aber es hätte auch schlimmer sein können. Da ist deine Kartellauszeichnung. Scheiße, meine Nerven, Mann. Granate kommt. Come mierda, culeros. Oh. Warte, da, das war die Tür. Das ist doch die Tür. Da drüben.
keine. Wenn ich da jetzt reinkomme. Ach so. Gut, also Handgranate, Schüsse und so weiter haben nicht geholfen, aber der Tritt einer Frau. Das ist legendär. Wir setzen eine Markierung, damit die Rebellen den Nachschub finden. Oder besser der Tritt einer Ghost. Ich fliege. Aber was ganz was Neues. Okay, wir können. Jo, dann wollen wir mal. Ich bin mal gespannt, ob das, also ja, das Bild funktioniert, aber inwiefern, also beziehungsweise müssen wir dann beide abholen oder holen wir nur den Gewinner ab, also bestrafen wir ja quasi den Gewinner, das wäre auch lustig. Warte, ich lande mal auf den Wassertank. Das sind nämlich die besten Scharfschützen, die mit dem Helikopter zum Einsatz fliegen und nicht entdeckt werden. Oh. Okay. Ah, da. Ich sehe einen Hauptmann. Da ist einer mit Maschinenpistolen. Hier ist Ihr Büro. Sehen wir uns den PC mal an. Okay. Ich sehe einen Narko mit einer MP neben dem Gebäudeeingang. So, sehr schön. Dann wollen wir mal ein bisschen da aufheizen. Ich komme ja gar nicht so tief. Das wird interessant. Geh in Position. Okay, Ziel markiert. Eröffne Feuer. Ja. Aber die haben keinen Alarm geschlagen. Deswegen auch nicht. Gut. Da sind noch welche drin. Da sind noch viele drin. Na gut. Wir können los. Ghost Team has arrived. Da ist ein Sicario.
Da drüben, bei der Kiste mit den Funkgeräten. Juju. Gehst du denn da hoch? Und das ist ihr Büro. Oh Gott, wie süß. Babybär. Und Milch. Die raucht ziemlich viel. Böse. Ich habe 50 Millionen Dollar von Nidias Konten auf Konten überwiesen, wie die Pulpos aussehen. Keine Kunst, aber passt schon. Das ist nicht lustig. Alles gut, alles geschafft. Dann sind die dumm. Gut, dann. Flores versteckt Schwarzgeld in Millionenhöhe in der Banco de Barbechos. Rauben Sie die Bank aus und übergeben Sie das Geld an Kataris Rebellen. Ah, jetzt kommt der Verhör mit dem Bankmanager, um den Code für den Tresor zu erhalten. Mal schauen, wie das schaffen. Ach, da waren wir ja. Praktisch, dass da schon 3-4 Leute tot sind. Was wäre eigentlich passiert, wenn wir da alle getötet hätten? Drohne fliegt. Ich sehe gar nichts. Meine Drohne wird gestört. Mhm. Quédate quieto. Pinche cabrón! Die sehen ein bisschen nervös aus. Was, bis! Gut, dann. Está bien, ganaron. Nidia ist ein Dorn in deinem Fleisch und der Lauf an deiner Schläfe. Gib uns den Code für ihren Tresor, dann sorgt Pulpo dafür, dass sie verschwindet. Pulpo? Chingado. Okay, está bien. Die Codes gehören dir. Hier Nomad, wir haben den Zugangscode. Sind die Rebellen bereit? Um hunderte Millionen Bolivianos abzuheben? Na klar. Wartet auf unser Signal. Nomad Ende. Eröffne Feuer. Eli, in den Staub. Bye. Oh. Wir müssen ja sogar dahin.
Ja, na dann. Dann nochmal rein. Wahnsinn. Alarm ist aus. Na dann kämpfen wir mal. Ihr kleinen Schnuggis. Granate fliegt. So. Ah, den habe ich. Ja, klar. Hier war ich ja das erste Mal. Es gibt Alarm. Na. Hab den Alarm ausgeschaltet. Esa cada cara tendrá mi agradecimiento eterno. Escucha, brother. Vamos, brother, haga su trabajo. Ich schau mal kurz mit der Drohne. Da ist eine montierte Waffe. Sehr ein geschützter Turm. Aber hier ist niemand. Wir sind alle da drin, ne? Markiere einen Hauptmann. Den hättet ihr auch ausschalten können. Naja, gut. Auf jeden Fall, den Bankraub werden wir das nächste Mal machen. Danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Und ja, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, bye bye.